Naomi und Ruby van Dijk lernen wieder, das Turnen zu lieben. Viele Jahre lang war ihre Liebe zu diesem Sport verschwunden. Im Alter von 10 Jahren, bereit für große Erfolge, zogen die Zwillinge in ein Elite-Trainingszentrum in der Nähe von Köln. Doch als ihre Leistungen nachließen, wurden sie von ihrem Trainer als fett und faul beschimpft. Das Schlimmste fand ich eigentlich, dass er dann teilweise auch bei Wettkämpfen gesagt hat, nein, ich fahre nicht mit, weil ihr blamiert mich. Und das ist eben, wenn man 14 Jahre alt ist oder 15, braucht man, finde ich, einen Trainer, der eben hinter einem steht, egal wie schlecht man turnt bei jedem Wettkampf, wo wir dann hingefahren sind, um dann entweder kurz vor dem Wettkampf zu sagen, naja, ihr seid zu schwer oder ihr blamiert mich. Bei einer Barrenübung wurde Naomi nach eigenen Angaben absichtlich auf den Kopf fallen gelassen, um ihr eine Lektion zu erteilen. Der hat mich vorher halt 2-3 Mal aufgefordert, ich soll tiefer runtergehen, aber ich wusste ja, dass er mich eh nicht hält, deswegen bin ich nicht tiefer runtergegangen und dann hat er es halt beim 3. Mal bin ich tiefer runtergegangen, da hat er losgelassen und dann war es so nach dem Motto, ja, siehste. Sie beschwerten sich beim regionalen Turnverband. Dort habe man sie nicht ernst genommen oder ihnen nicht geglaubt und ihnen das Gefühl gegeben, sie seien das Problem. Also ich weiß noch, dass ich mit 14 dann auch einfach keinen Turnanzug mehr anziehen wollte und habe immer halt gedacht, das ist ja alles an mir ist falsch. Also mein Aussehen, wo ich herkomme, wie ich turne, wie ich rede, wie ich bin. Also das hat einfach so meine Persönlichkeit schon verletzt. Der Rheinische Turnerbund zeigte sich in einer Stellungnahme, Zitat, überrascht von den Vorwürfen und ergänzt, der RTB nimmt die erhobenen Vorwürfe sehr ernst und wird die Sachverhalte schnellstmöglich aufklären. Damals wurde Ruby und Naomi van Dijk gesagt, sie sollten sich entweder mit dem Trainer abfinden, den Sport aufgeben oder, was sie schließlich taten, in das Elite-Trainingszentrum nach Chemnitz wechseln. Vor einigen Wochen wurden Probleme dort vom Magazin Der Spiegel aufgedeckt. Mehr als ein Dutzend anderer Turnerinnen warf der Chemnitzer Cheftrainerin Gabriele Frese vor, sie gemobbt und trotz Verletzungen zum Training gezwungen zu haben. Ruby und Naomi van Dijk sagen, dass Schmerzmittel und Injektionen ohne Rezept frei verteilt wurden und ohne das Wissen der Eltern. Aber die Zwillinge hatten wegen ihrer Vorgeschichte das Gefühl, nichts dagegen sagen zu können. Weil halt es immer hieß, ihr seid so lästig und ihr seid das Problem, hieß es dann, also wollten wir einfach nicht lästig sein. Also wir wollten einfach zeigen, dass wir eben eigentlich fleißig sind und dass wir selber gerne turnen möchten. Und haben auch deswegen auch viele Sachen gar nicht erst angesprochen. Das hatte seinen Preis. Ruby van Dijk musste ihre ständigen Rückenschmerzen ignorieren. Eine Trainerin sagte ihr, das seien nur die Nerven vor dem Wettkampf. Dann gab es noch eine Nebentrainerin in Chemnitz und die hat mir eben häufig gesagt, das wäre Einbildung, dann Rückenschmerzen und ob ich den Unterschied zwischen Muskelkater und richtigen Schmerzen überhaupt kennen würde. Und das ging eben 1,5 Jahre lang so und dann habe ich das irgendwann auch geglaubt, dass es natürlich nur Einbildung ist. Aber es war nicht nur Einbildung. Ruby, der Zugang zu ihren MRT-Bildern verwehrt wurde, brauchte schließlich eine Operation. Trainerin Frese, die während der Prüfung der Vorwürfe suspendiert ist, hat alle Anschuldigungen als haltlos bezeichnet und sagt, dass sie nie Grenzen überschritten habe. Dieses klare Dementi hat die Zwillinge dazu veranlasst, ihre Geschichte zu erzählen. Wir können auf jeden Fall bestätigen, dass es nicht haltlose Vorwürfe sind, die die Mädchen vorgebracht haben. Also 2, 3 von den Mädchen waren ja auch gleichzeitig mit uns damals in Chemnitz und da waren wir ja quasi Zeugen dann dabei, wie die anderen dann schlecht behandelt wurden zum Beispiel. Und da können wir einfach sagen, dass es nicht haltlos war. Aktuell treten Ruby und Naomi van Dijk nur national an und träumen nicht mehr vom internationalen Erfolg. Aber zumindest können sie jetzt wieder mit einem Lächeln auf dem Gesicht turnen. Über das Thema und die Vorwürfe wollen wir sprechen mit der Vorsitzenden des Deutschen Sportausschusses im Deutschen Bundestag, mit Dagmar Freitag von der SPD. Würden Sie sich gern mit den Turnerinnen treffen, um sich ein persönliches Bild zu machen? Also im Moment sind wir in der Phase, wo ja Untersuchungen eingeleitet worden sind vom Deutschen Turnerbund. Was ich da an der Stelle erstmal gut finde, ist, dass der Deutsche Turnerbund das an eine unabhängige Institution gegeben hat. Das ist sicherlich erstmal ein richtiger Schritt. Aber ich bin beispielsweise schon mit Eltern von Betroffenen in telefonischem Kontakt, auch in E-Mail-Kontakt. Also ich will auch nicht ausschließen, dass ich Anfang des Jahres auch nochmal mit denen, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, spreche.
Im Moment versuche ich, meine Informationslage durch Hintergrundgespräche auf eine solidere Basis zu stellen. Die Turnerinnen haben sich ja nach eigener Aussage beim regionalen Turnverband beschwert und wurden nicht ernst genommen. Fehlt es in den Sportverbänden immer noch an Problembewusstsein? Ja, zumindest kann man diese Vermutung haben. Die Vorwürfe in Chemnitz sind ja auch nicht ganz neu. Nach allem, was mir bisher schriftlich vorliegt, gibt es erste Beschwerden im Jahr 2018. Das ist im Jahr 2019 nochmal verfestigt, wiederholt worden. Es ist übrigens nicht nur der regionale Verband angeschrieben worden. Es ist nicht nur der OSP-Leiter einbezogen worden. Ich weiß, dass es auch übrigens über das Turnen hinaus Schreiben von Eltern bis hin zum Deutschen Olympischen Sportbund gibt. Aber sie wissen, der Sport ist erstmal autonom in unserem Land und somit gehalten, selbst für die Aufklärung dieser Vorwürfe zu sorgen. Das heißt allerdings nicht, dass sich der Geldgeber, und das sind das Bundesinnenministerium, durch Beschluss des Deutschen Bundestages nicht auch mit den Vorfällen beschäftigen sollte. Müsste der Deutsche Bundestag nicht Kontrollinstanzen einziehen, wenn sowas offenbar so lange in den Verbänden versandet und nicht zur Anklage zum Beispiel kommt? Ja gut, wir müssen jetzt schauen, was die Untersuchungen ergeben. Sie wissen, ich nehme an, auch Sie haben diese Stellungnahmen. Es haben sich Eltern, allerdings anonym, ich habe keinen einzigen Namen, haben sich auch für die Turntrainerin Frau Frese und für die Arbeit am OSP ausgesprochen. Also im Prinzip gibt es schon unterschiedliche Einschätzungen. Ich denke, wir müssen uns ein objektives Bild machen. Aber ich muss auch sagen, der Sportausschuss des Deutschen Bundestages ist wie übrigens alle anderen Ausschüsse kein Untersuchungsausschuss. Ich kann Sachverständige aus Verbänden vom Olympiastützpunkt in den Sportausschuss einladen, wenn die Obleute entsprechend beschließen. Aber die entscheiden selbst, ob sie zu uns kommen oder nicht. Also wir sind kein Sanktionsgremium. Aber wir sind natürlich mit dem Bundesinnenministerium in engem Austausch. Und wir haben ja gestern, übrigens auf Antrag der SPD-Bundestagsfraktion, schon einen ersten schriftlichen Bericht des Bundesinnenministeriums an die Mitglieder des Sportausschusses zur aktuellen Lage in Chemnitz bekommen. Es sind ja Kinder, die da zu Höchstleistungen getrimmt werden. Wird da nicht zwangsläufig immer Druck ausgeübt und ist das einfach blauäugig und naiv zu glauben, das läuft da wie in einer Kuschelecke ab? Sie haben natürlich recht. Vor allen Dingen in einigen Sportarten sprechen wir ja über sehr junge Kinder. Turnen, Eiskunstlauf, rhythmische Sportgymnastik, um mal drei Beispiele zu nennen, sind Sportarten, in denen das ein Hochleistungstraining sehr, sehr früh beginnt. Und teilweise findet dieses Training ja auch fernab der Heimat statt. Eltern müssen sicher sein können, wenn sie ihre Kinder beispielsweise in ein Sportinternat, in eine Eliteschule des Sports geben, dass diese Kinder dort vernünftig behandelt werden, dass natürlich keine einzige Grenze, weder physisch noch verbal, auch nur annähernd überschritten wird. Denn, wissen Sie, auf der einen Seite hat der Sport so viel Kraft, aus jungen Menschen starke, selbstbewusste Menschen zu machen. Aber die Gefahr, insbesondere bei diesen jungen Menschen, ist natürlich auch, wenn ein Trainer, der ja häufig die Rolle als Ersatzeltern übernimmt, diese Grenzen in welcher Hinsicht auch überschreitet, da können Kinderseelen dran zerbrechen. Und das ist etwas, was schlichtweg inakzeptabel ist. Stehen nicht auch die Trainer unter Druck? Sie sollen ja schließlich Spitzensportler produzieren und wollen dafür auch Geld vom Bund. Insofern ist die Politik auch wieder involviert. Naja, ich habe schon immer zu denen gehört, die sagen, es muss nicht immer die Medaille bei Olympia oder bei Weltmeisterschaften sein. Ich gehöre beispielsweise zu denen, die sagen, eine Qualifikation für internationale Meisterschaften ist schon ein Wert an sich und ist Weltklasse. Und deshalb sind wir, glaube ich, alle gut beraten, einen humanen Leistungssport zu fordern und auch diesen eigentlich nur zu fördern.
Manche sagen ja auch, das Ganze habe 1976 bei den Olympischen Spielen in Montreal angefangen, als Nadia Comăneci Übungen gezeigt hat, die man vorher so noch nie gesehen hatte. Sie war jung, sie war biegsam, sie hatte sehr harte rumänische Trainer. Wahrscheinlich würde man heute von emotionalem Missbrauch sprechen. Wurden die Trainingsmethoden nicht jahrzehntelang akzeptiert und auch kopiert, um Erfolg zu haben, gerade in der ehemaligen DDR? Das kann ich nicht ausschließen. Sicherlich gibt es da Methoden, die schlichtweg abzulehnen sind. Ich glaube im Übrigen, dass das nicht nur eine turnspezifische Erscheinung ist, sondern eben auch durchaus in anderen Sportarten kommen kann. Und deshalb nochmal, sobald sich da irgendwelche Anzeichen ergeben, müssen Eltern, müssen Kinder, müssen Jugendliche Personen haben, an die sie sich wenden können. Es müssen Vertrauenspersonen da sein, die nicht abwiegeln, sondern die zuhören und auch sich darum bemühen, entsprechende Aufklärung zu leisten. Und ich bin einfach sicher, nach den fürchterlichen Vorfällen um Larry Nassar beispielsweise in den USA, da ging es um sexuellen Missbrauch, hier in Chemnitz sind die Kindern. Hier in Chemnitz sind die Vorwürfe andere. Aber wenn ich zum Beispiel lese, dass junge Mädchen in die Magersucht getrieben worden sind, weil sie angeblich zu fett gewesen seien, das darf einfach nicht passieren. Medikamentenvergaben sollen erfolgt sein. Aber nochmal, das muss aufgeklärt werden. Im Prinzip steht im Moment Aussage gegen Aussage. Und wir sind ein Rechtsstaat in jeder Hinsicht und da muss man wirklich sagen, bis belastbare Ergebnisse auch vorliegen. Wie können denn Eltern sicherstellen, dass ihre Kinder beim Training in Sicherheit sind? Ja, das ist die große Frage. Wenn sie mehrere hundert Kilometer entfernt sind und ihr vielleicht 12-jähriges Kind an einem Olympiastützpunkt dauerhaft untergebracht ist, ist das nicht einfach. Da muss ein Verband, da muss ein Olympiastützpunkt dafür sorgen, dass es den Kindern dort gut geht und zwar in jeder Hinsicht. Nicht nur, dass sie die geforderte Leistung bringen, sondern dass sie sich auch psychisch zu stabilen, jungen und fröhlichen Menschen entwickeln können. Es mag ja sein, dass sich das etwas naiv von meiner Seite aus anhört, aber ich kann Ihnen sagen, ich bin alles andere als naiv. Ich beschäftige mich seit mehr als 25 Jahren mit Hochleistungssport. Ich habe selber Sportwissenschaften studiert, also ich weiß schon, wovon ich spreche. Aber das muss das Ziel eines humanen Leistungssports sein, stabile, gesunde junge Menschen physisch und psychisch zu fördern. Das muss das Ziel sein, aber die Gegenwart ist es noch nicht. Würden Sie das auch so formulieren? Also ich warne ein wenig davor, jetzt zu verallgemeinern. Wir haben mit Sicherheit ganz viele Trainerinnen und Trainer, Ärzte, also das ganze Betreuungspersonal rund um den oder die Athleten. Da gibt es, und die kenne ich persönlich auch aus anderen Sportarten, höchst verantwortungsvolle Trainerinnen und Trainer, die zum Beispiel Startverbot, Trainingsverbot erteilen, wenn eine Athletin das Normalgewicht unterschreitet. Also auch das gibt es natürlich. Aber das darf natürlich niemals darüber hinwegtäuschen, dass wir über Einzelfälle dann einfach hinwegsehen. Nein, jeder einzelne Fall in dieser Hinsicht ist einer zu viel und ist nicht akzeptabel. Dagmar Freitag, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.